Meine Lieben, es ist Weihnachten. Nicht Weihnachten, sondern Weihnachtszeit. Verdammt nochmal, wieso kriege ich das nicht hin? Hi, meine Lieben, es ist Weihnachtszeit und Weihnachten steht schon wirklich so nah vor der Tür. Es ist nicht mehr lange, ich glaube noch eine Woche ungefähr und dann ist schon Weihnachten. Das bedeutet Endspurt. Das bedeutet Backen, Leute. Ihr wollt doch auch eure Kekse auf dem Tisch stehen haben, oder nicht? Eine Freundin und ich haben uns gedacht, boah, jetzt müssen wir nicht loslegen. Wir haben wirklich bis um 12:30 morgens gebacken. Und das war wirklich ein Marathon. Der Kleine war auch mit von der Partie und hat uns geholfen beim Ausstechen der Kekse. Und wir wollen gar nicht lange drum herum reden, sondern sofort loslegen. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Video und beim Nachmachen der Kekse. So, als erstes solltet ihr die Vanilleschote in zwei Teilen bzw. in der Mitte anritzen, um das Vanillemark rauszuholen. Diese platziert ihr dann auf einem Löffel oder einer anderen Ablage, wo ihr das für einen Moment stehen lassen könnt. Nun brauchen wir 100 Gramm Puderzucker. Die Schale einer Orange, und zwar einen Teelöffel voll. Das ist ein bisschen mühsam, aber es macht eigentlich ganz viel Spaß. Dann richten wir hier schon mal das Mehl, und zwar sind das 250 Gramm und 50 Gramm Speisestärke zurecht. Dann brauchen wir 2 Eigelb. Seid da bloß vorsichtig, dass das nicht irgendwie zusammenrutscht. Dann brauchen wir 250 Gramm Butter. Nun machen wir das Vanillemark mit hinein. Neben dem Puderzucker. Eine Prise Salz. Die Orangenschale und verrühren das Ganze jetzt erstmal. Das sollte so eine Masse ergeben, dass man das Gefühl hat, dass alles schön gut in die Butter eingearbeitet ist. Nun kommt das Mehl. Die Speisestärke noch mit hinzu. Und jetzt eigentlich das Leckerste von allem, die Mandeln. Und zwar nehmen wir da gemahlene Mandeln und nicht unbedingt die fein gemahlenen, sondern schon die, die noch ein bisschen Stücke drin haben. Das fanden wir irgendwie ein bisschen leckerer. Dann brauchen wir einen Esslöffel Orangensaft. Die 2 Eigelb. Und zerkneten das Ganze nun mit den Händen. Damit das Ganze noch für eine Stunde in den Kühlschrank kann. Der Teig sollte dann jetzt für eine Nacht ungefähr in den Kühlschrank. Man kann es natürlich auch schneller machen und in den Gefrierfach packen, aber das ist nicht unbedingt die beste Variante. So, am nächsten Tag kann man dann den Teig ausrollen. Das macht man natürlich so, dass man Mehl unten drunter macht und auch die Rolle einmehlt. Dann kann man das Ganze schon ausstechen. Wir haben Herzform genommen, weil wir das eigentlich ganz schön fanden. Ihr solltet den Ofen auf 190 Grad vorgeheizt haben und bei Umluft werden es dann 170 Grad. Das Ganze sollte so circa 10 bis 15 Minuten im Ofen bleiben, aber das kommt immer darauf an, wie euer Ofen ist. Meiner zum Beispiel arbeitet viel schneller, weil wir keine Gradanzahl mehr haben. Dann solltet ihr Kuvertüre geschmolzen haben. Das habe ich jetzt nicht gefilmt, weil mir eigentlich, ich dachte, jeder weiß, wie das funktioniert. Und dann tunkt ihr sozusagen die Herzchen nur zur Hälfte rein und lasst es kurz ein bisschen abtropfen und legt die dann auf ein Blech. Und da das bei uns schon so kalt war, konnten wir die natürlich ziemlich schnell auf den Balkon packen und dann waren die richtig schnell trocken und man konnte sie auch schon super schön verpacken und auch essen. So, nun wünsche ich euch ganz schöne Weihnachtszeit bis dorthin noch. Weihnachten steht ja wie gesagt vor der Tür und jetzt auf an den Backofen und backt euch ein paar Kekse. Psst, hat euch das Video gefallen? Dann könnt ihr mir ja einen Daumen hoch geben. Und ihr seid noch kein Abonnent von meinem Kanal? Kein Video mehr verpassen. Abonniert mich.